Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Ich pack aus. Heute mal wieder mit einem Ich zeig. Und zwar ein paar Pokémon-Karten. Ich möchte euch in dieser kleinen Serie, die, keine Ahnung, ein paar Folgen umfassen wird, ein paar Pokémon-Karten von früher zeigen, die ich früher so angesammelt hatte, hauptsächlich in der Grundschule. Ja, während der Grundschule habe ich sehr, sehr aktiv gesammelt. Und ja, die ich halt so in Boostern drin hatte und getauscht habe und euch vielleicht die ein oder andere Geschichte dazu erzählen. Ja, 6 Karten wird in jeder Folge vorgestellt. Hier haben wir nun Ampharos, das ist die erste Karte, die ich euch vorstellen möchte. Da gibt es eigentlich keine besondere Geschichte zu, außer dass ich das Pokémon unglaublich cool finde und dass natürlich diese Entwicklung von diesem kleinen Schaf ist. Welche Serie ist das eigentlich? Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht wisst ihr, von welcher Pokémon-Booster-Serie das stammt. So, dann die zweite Karte. Eine Überraschung, ein Azumarill. Fand ich auch immer ein ganz... Also Meryl. Meryl fand ich ein super süßes Pokémon immer. Fand ich einfach... Ja, einfach so ein Pokémon zum Knullen, ja, war einfach gut. Ja, und Azumarill fand ich auch recht cool, vor allem wegen dem Glitzereffekt. Ich finde den Glitzereffekt von früher, sieht man ja hier, finde ich eh irgendwie viel schöner als den, den die Karten jetzt haben. Dann haben wir Bluebella und Bluebella war für mich auch immer so ein richtig geiles Pokémon. Als ich das im Booster drin hatte, habe ich mich so dermaßen gefreut. So, ja, ich habe ein Bluebella drin, was geht, Mann? Ich habe mich so gefreut, weil Bluebella einfach, ich meine, schaut es euch an, das ist so eine mega schöne Karte. Karte oder nicht? So, und jetzt kommen wir langsam, die letzten 2 Karten sind besondere, der hier auch, der gute Jumpluff, ja, der ist auf Englisch, ne? Ja, ist auf Englisch, hatte ich auch drin und ich erinnere mich, das war eine Karte, die hatte ich entweder zu Weihnachten oder zu Ostern in dem Booster drin und da habe ich mich auch total gefreut, dass ich gedacht habe, boah, der sieht auch cool aus und ja, in welchem, ich glaube, das war Silber- und Gold-Edition, oder? Da kam das erste Mal vor, war das so? Ich glaube schon. Auf jeden Fall wollte ich den dann auch direkt im Spiel haben. Und auch eine richtig schön coole Karte, wie ich finde. Und jetzt kommt eine richtig geile Karte, Leute. Als ich die im Booster drin hatte, boah, ich bin so ausgerastet, ich bin so abgegangen. Schaut's euch an. Oh, Lugia, Alter, das Original-Lugia-Karte, ja. Wie geil sieht die denn aus, als ich die im Booster drin hatte. Ey, ihr könnt es nicht glauben, ich bin so ausgerastet. Ich weiß sogar noch ganz genau, wo ich war, als ich die drin hatte. Ich saß nämlich hier unten vor meinem Bett, hab das Booster aufgemacht. So, was? Lugia, ich hab zweimal geguckt. Ne, das kann nicht sein. Bin direkt zu meiner Mutter gerannt und gesagt, ey, guck mal, was ich drin habe. Ich hab Lugia drin. Ja, war auf jeden Fall richtig geil. Und die Karte finde ich auch immer noch geil. Die hat natürlich ein paar Kratzer über die Jahre. Also die ist nicht mehr Mint Boost oder wie man das nennt. Ja, über die Jahre ist da natürlich, hat sich da ein bisschen was angesammelt an Kratzern. Aber guckt sie euch an. Ist immer noch geil, die Karte, oder? Also ich feiere die immer noch. Und jetzt eine Karte mit Geschichte. Der gute alte Pichu, meine Lieblingskarte mit. Also das ist eine meiner beiden, ich würde sagen, das ist meine absolute Lieblingskarte von denen, die ich momentan besitze. Das ist Pichu und die hat eine ganz schön lange Geschichte, diese Karte, denn es war früher meine Lieblingskarte und in der Grundschule gab es einen Tag, an dem wurden mir Karten geklaut. Ich hatte nämlich auch, ich glaube von, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, in der Generation, wo Kanimani dabei war, ne? Das Pflanzen-Pokémon, die letzte Entwicklung davon, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, die hatte ich auch als Karte und die wurde mir gestohlen. Ja, auf jeden Fall war Pause in der Grundschule und in der Pause gab es einen Spacko, der hat mir die geklaut, meine Karten. Zu Hause habe ich gemerkt, was? Nee, da habe ich schon in der Schule gemerkt, genau. Auf dem Rückweg habe ich gemerkt, oh, da fehlen Karten, ja. Ey, ich war so traurig, ich habe meiner Mutter das erzählt und ich habe geheult, ja. Ich habe geheult, weil mir Pokémon-Karten geklaut worden sind in der Grundschule. Und ich wusste auch genau, wie es war. Das war das Schlimme, wir hatten nämlich nur einen Spacken in der Klasse, der konnte es gewesen sein. Und ich wusste genau, er war das, ja. Ey, ich habe so geheult und dann habe ich mit dem Spacken, habe ich dann gesprochen und gesagt, ey, komm, gib's doch einfach zu. Und er hat es dann sogar zugegeben. Und ich meinte, ja, sei wenigstens so fair, gib mir die Karten wieder, ja. Mit der Nähe habe ich schon an andere weggetauscht. Und dann hat er, weil das war der Freund von aus der Parallelklasse, gab es noch so einen Spacken, aber das war ein richtiger Schläger, würde ich sagen. Wegen dem hatte ich auch mal ein blaues Auge, aber das ist eine andere Geschichte. Und der hat dem dann diese Pichu-Karte gegeben. Und dann, wirklich, das war so dumm, dann bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, ey, ich habe gehört, du hast meine Pichu-Karte, gibst mir die wieder. Und nee, kriegst nicht wieder, kannst du tauschen. Und dann habe ich 3 Holo-Karten, ich habe so lange gefahren, ich habe 3 Holo-Karten gegen diese Pichu-Karte getauscht, nur um die wieder zu bekommen, ja.
Ey, das war so furchtbar. Das war so ein Verlust für mich. Aber egal, ich wollte unbedingt diese Pichu-Karte haben, da die mir so wichtig war und meine absolute Lieblingskarte war. Ja, dafür musste ich drei, unter anderem von diesem Seepferd, die Weiterentwicklung, ich weiß nicht, wie sie heißt, die musste ich weggeben. Es war furchtbar. Nun gut, das ist die Geschichte zu Pichu, also meine absolute Lieblingskarte. Eine Geschichte hat es auch. Und ich habe die normale Booster drin gehabt, ja. Ich habe so Glück gehabt, als ich die Booster hatte. Ja, das sind also die Karten, die ich euch hier in dieser heutigen Folge zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir mal schreiben, welche der Karten ihr drin hattet oder welche der Karten ihr besessen habt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Ich pack aus. Minasama, gochou arigatou gozaimashita. Mada chaneru toroku ga osumi de nai kata wa zeki tomo yoroshiku onegai itashimasu. Ima made uploado shita douga mo subete miraremasu node, miki no kata wa zehi ご覧ください。では、またお会いしましょう。さよなら。